Stell dir mal vor, da ist jemand, den du kennst und jemand, dem du auch vertraust. Und dieser jemand sagt zu dir, hey, ich habe hier einen 50-Euro-Schein für dich. Ganz original, willst du den haben? Und du sagst, ja klar, gerne, wenn du mir den schenkst, nehme ich den sehr gerne an. Und dieser jemand sagt, Moment, ich habe noch was zu tun mit diesem Schein und nimmt diesen Schein und zerknüttelt den. So richtig ganz klein, fies zerknüttelt er diesen Schein, dass dieser Schein ungefähr jetzt noch so aussieht. Und er fragt dich, hey, willst du diesen Schein immer noch haben? Und sagst, ja klar, gerne, wenn du ihn mir schenkst, gib mir diesen 50-Euro-Schein, ich nehme ihn sehr gerne an. Und dein Gegenüber sagt, Moment, ich bin noch nicht ganz fertig, ich habe noch was vor, pass mal auf. Und zwar, noch, ich muss ihn dafür mal ein bisschen aufknüddeln, aber pass mal auf, ich muss den mal gerade so, Moment, bin gleich fertig, so. Und er hält er dir diesen Schein hier hin und fragt dich, hey, willst du diesen 50-Euro-Schein jetzt immer noch haben? Du sagst, ja gerne, wenn du ihn mir schenkst, dann nehme ich ihn sehr gerne an. Dieser 50-Euro-Schein, egal wie er ja, jetzt mittlerweile aussieht und auch egal wie viel Dreck da dran ist, ist immer 50 Euro wert. Und genau so ist es mit dir als Mensch auch. Egal, wie sehr das Leben dich schon mal zerknüttelt hat und egal, wie oft du hingefallen bist, in den Dreck gefallen bist und auch egal, wie oft auf dir rumgetrampelt wurde, dein Wert als Mensch ist niemals weniger geworden. Du bist ein wertvoller Mensch. Egal, wie viele Narben du dir zugezogen hast im Leben, egal, wie oft du verletzt wurdest, dein Wert, dein innerer Wert als Mensch ist niemals gesunken. Du bist wertvoll. Du bist ein wundervoller Mensch. Und wenn du das mal vergessen solltest, wenn es Momente gibt, wo du dich nicht daran erinnern kannst, dann schau in dein Portemonnaie und schau dir einen 50-Euro-Schein an. Und dann kannst du dich wieder daran erinnern. Egal, was das Leben mit dir macht, du bist ein wertvoller Mensch.